Martina Künzberg-Sahra ist die nächste Rednerin. Sie ist Bildungs- und Wissenschaftssprecherin im NEOS Parlamentsgroup. Wir bekommen nämlich immer so häppchenweise Puzzlesteine zugeschickt. Also zuerst war ja mal der erste Puzzlestein war ja die Idee mal von Kurz und Stelzer, da brauchen wir doch was in Oberösterreich, da brauchen wir was in Linz, am besten für Digitalisierung oder schauen wir das noch genauer dann. Dann der Puzzlestein Bedarfsanalyse ist einmal verloren gegangen, den haben wir nicht bekommen. Da hätte ich nämlich auch gern gesehen, wie die Kollegen Smolle, Blimlinger und auch Polaschek als Rektoren gewettert hätten, wenn sie es noch wären, dass sowas ohne eine Bedarfsanalyse auf die Welt kommt. Vor dem Sommer haben wir wieder einen Puzzlestein bekommen, nämlich ein inhaltsloses Rahmengesetz, das wir beschließen sollten, ohne zu wissen, was wir da eigentlich beschließen oder was da genau entstehen wird. Jetzt gibt es großzügigerweise wieder ein Steinchen, nämlich die 15a-Vereinbarung mit Oberösterreich. Und Kollege Smolle, weil Sie das jetzt das Land Oberösterreich so hochgehalten haben und das ISTA auch erwähnt haben, das ISTA ist natürlich anders entstanden, das habe ich eh auch schon einmal gesagt. Beim ISTA war das Paket da, da war das Gesetz da mit einer 15a-Vereinbarung, mit einer Vereinbarung, wo auch Niederösterreich heute noch immer was zahlt, im Gegensatz zu Oberösterreich, wo sich Niederösterreich dazu bekennt, ich möchte das auch nicht nur am Anfang mitzahlen, sondern ich zahle weiter. Das Facility Management zum Beispiel, das ist ein großer Unterschied zu Oberösterreich. Und wir wussten, was wir hier beschließen. Hier wissen wir es nicht. Der nächste Puzzlestein, jetzt gibt es den Gründungskonvent, da kann man nur hoffen, dass die Politik sich raushält und da nicht irgendwas noch vorgibt. Und irgendwann wird es irgendwas Inhaltliches geben. Und dann legen Sie uns wieder einen Puzzlestein vor, nämlich dann ein Gesetz, das wir dann beschließen sollen. Den Vorgang, wie Sie das machen, finde ich ziemlich haarsträubend und für das Hohe Haus eigentlich eine Zumutung. Und dass was Gutes entstehen kann, ja, und wir sind die Letzten als NEOS, dass wir gegen Innovation und Fortschritt und Technologie etc. was dagegen haben. Aber so, wie Sie es anlegen, ist es für Parteien, die hier was beschließen sollen, Gesetze beschließen sollen und Ausgaben auch mit beschließen sollen, eine Zumutung. Herr Abgeordneter Axel. Kritik an der Entstehungsweise der TU Linz kommt von Martina Künzberg-Sahra von der NEOS.